Hi Leute, heute geht es um einen DC-AC-Inverter, genau gesagt um einen Wechselrichter. Das hier ist wohl die Originalschachtel, Modell SI 2001. Ich denke mal, sind das D-Mark oder Euro? Ich schätze mal D-Mark, aber 249,95. Dann war der doch recht teuer. Dann packe ich den jetzt mal aus. So schaut das Gerät von vorn aus dann. Hier kann man erkennen, dass die Kabel da schon etwas sehr beschädigt sind. Output 220 Volt, 50 Hertz. Dann hier eine Spannungsanzeige in Volt. Hier High-Low, Output AC Voltage. Dann Power On-Off und eine Sicherung. Und hier sollte ein Glimmlämpchen sein. Jetzt hatte ich den schon mal am Labornetzteil dran und habe gemerkt, irgendwie 5 Ampere im Leerlauf reichen nicht aus. Daher schalte ich mal das Labornetzteil, 13,7 Volt, Strom voll aufgedreht, mit dem Netzteil, also 5 Ampere plus 2 Ampere sind 7 Ampere mal zusammen. Habe ich mal zusammengeklemmt. Jetzt klemme ich mal Plus vom Wechselrichter da an. Und Minus vom Wechselrichter da an. So weit ist es dran. Dann kann ich das mal einschalten. Und 5,45 und 2,15 Ampere. Und da tut sich nichts. Das ist auf High, wenn ich einschalte. Minimal kommt raus. Und das bei 5,4 plus 2,5, also ist über 7 Ampere. Über 7 Ampere gehen da rein, aber es tut sich nichts. Gehen über 7 Ampere rein und die Spannung, die bricht ja auch hier von 13,9 auf 6,3 zusammen. Auf 6 Volt bricht die zusammen bei 7 Ampere. Irgendwas kann da nicht stimmen. Oder ist es normal? Braucht das Ding 10 Ampere im Leerlauf? Glaube ich fast nicht. Ich gehe mal auf Low. Schalte nochmal ein. Das gleiche, 6,3 Volt. Vielleicht auf 6,3 Volt ein und 7 Ampere fließen. Das ist nicht normal. Das Gerät ist recht schwer. Ich würde sagen, wir schrauben es mal auf. Nehme ich mal einen passenderen Schraubendreher. 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite auch 4 Schrauben. Jetzt schrauben wir die 4 Schrauben mal raus. Und so, jetzt haben wir den Deckel mal auf. Was ist da drin? Ein großer Trafo, ein kleinerer Trafo. Hochlastwiderstände. Hier 1, 2, 3 Transistoren und nochmal 1, 2, 3. Das sind geblückt hier. Die 3 Kollektoren und die 3 auch. Dann hier kann man erkennen, 1, 2, 3 sind auch geblückt. Und die 3, 1, 2, 3 sind auch geblückt. Die haben also keine Emitterwiderstände, die hier auch nicht. Tja, es könnten die Leistungstransistoren sein. Es könnte aber auch hier irgendwas sein. Ja, nach was für ein System funktioniert das? Das ist jetzt schwer. Da haben wir Transistoren. Hier und hier haben wir 2 Leistungstransistoren. Dann hier kleine Transistoren. 1, 2, 3, 4. Dann mache ich da mal mehr Licht. Also hier kann man sehen, das sind 3 bar 10 Ohm-Widerstände, die sind ein bisschen warm geworden, 2 Bodies, Folienkondensatoren, Menge Transistor A, C, B, E, Kollektor, Basis, Emitter ist auf der Platine sogar drauf, unten rechts eine 10er Diode, was steht da, 8V8, vermutlich eine 8 Volt 10er Diode, dann hier ein Transistor, ein Elkton-Transistor. Ja, scheint ziemlich einfach aufgebaut zu sein. Da haben wir noch was. Noch ein Potentiometer-Adjust. Ah, das ist das Voltmeter nur. Gut, das ist nur das Voltmeter. Ein Relais fehlt da. 12 Volt, 24 Volt. Ich glaube, es gibt auch eine 24 Volt Ausführung, aber ich habe da die 12 Volt Ausführung. Dann hier unten die Transistoren. Mal schauen, ob man es erkennt. 2N3055. 2N3055er, da 3 Stück
Und nochmal drei Stück. Das sind NPN-Leistungstransistoren. Dann hier eine Diode. Und hier eine Diode. Jo. Was können wir jetzt machen? Wir können versuchen, die Transistoren zu messen. Nun, die Dioden messen sich als heilig. Und die Transistoren. Basis-Emitter, die beiden kleinen. Basis-Emitter. Ach, da kann man jetzt in der Kamera nichts sehen. Ist okay. Aber Basis-Kollektor 101. Es könnte sein, dass die kaputt sind. Müsste ich die mal auslöten. Das Blöde ist, ich muss die Transistoren auslöten, weil auch wenn ich bei den 2N3055 auf Basis und Emitter messe, Basis-Emitter habe ich 00000. Und da Basis-Emitter bei den anderen auch 000. Sind die 2N3055 ja kaputt? Oder ist die Ansteuerung kaputt? Ich werde erst mal die Ansteuertransistoren auslöten und die meinen Transistor-Checker testen. Ich glaube, ich habe schon länger kein Video mehr gemacht, wo ich löte. Das liegt daran, weil ich die Kamera immer so genau positionieren musste, um das zu zeigen. Jetzt nehme ich mal den Transistor, der hat 1, 2, 3 und löte den mal aus. Mach das mal heiß und das heiß. Ich löte den ohne Endlötsackpumpe aus, obwohl es mit Pumpe vielleicht einfacher wäre. Da einheizen, ziehen, ziehen, da einheizen. Und ich habe ihn draußen. Jetzt kann ich die mal im Transistor-Checker messen. H1061. Mein Transistor-Checker stecken. Man braucht aber nicht unbedingt einen Transistor-Checker. Man kann die auch mit Diodentesten messen. Und zwar die beiden äußersten müssten Emitter und Basis sein. Genau, haben 594. Und dann das Plus hier. An Basis lasse ich dran und messe auf Kollektor 592. Der Transistor ist okay. Gut, zur Vorsicht, vorsichtshalber kann ich aber auch mal noch den Transistor-Checker nehmen. Mal den Transistor da rein. Schauen, ob ich ihn reinbekomme. Das ist etwas schwer, weil die Pins so weit auseinander sind. Eins. Ich bekomme die nicht rein, warte, ich muss die mal mit Lötkolben noch ein bisschen sauberer machen. So, jetzt mal schauen. 1, 2, 3. So, mal checken. Und ich habe ein NPN mit 163 Verstärkung. 1 ist Basis, 2 Kollektor, 3 Emitter. Genau. 1 Basis hatte ich schon richtig gemessen. Ja, der Transistor ist also okay. Dann ich gehe mal davon aus, dass der andere, denke ich mal, auch okay ist. Ich kann den Vorsicht selber auch noch auflöten und auch mal noch checken. Okay, den zweiten auch gecheckt. Der ist heil und der ist heil. Jetzt weiß ich schon mal, dass die beiden Transistoren heil sind. Jetzt muss ich die wieder einlöten. Wie es aussieht, steuern die beiden Transistoren hier den kleinen Trafo an. Der kleine Trafo geht zurück wieder hier und steuert die Transistoren und die Transistoren an und die steuern dann wohl den großen Trafo an. Jetzt um zu checken, ob die Transistoren hier okay sind, weil die ja da leider Basis auf Emitter wie kurz geschlossen sind, müsste ich diese Leiterbahn hier durchtrennen, um zu wissen, also um die messen zu können, die drei, oder bei den dreien müsste ich diese Leiterbahn hier durchtrennen. Da kann ich alle drei hier messen, ob die einen Kurzschluss haben oder ob die Dioden durch das Strecke, also ob das okay ist. So, ich habe die Leiterbahn jetzt mal durchgemacht, da ist ja nichts angeschlossen. Ich habe die Leiterbahn jetzt mal durchgetrennt, wo die Basis angeschlossen ist. Und jetzt bin ich Emitter Minus und Basis Plus mal messe. Zeigt mir Multimeter an, 565. Also Basis-Emitter-Strecke ist okay. Umdrehen und 0. Okay. Mal schauen, ob ich Basis- und Kollektor-Strecke messen kann. Kollektor ist hier. Kollektor ist hier und Basis da. Mal messen. Kollektor hier und Basis da. Müsste ich wieder eine Diodenstrecke messen, messe ich auch, genau. Also sind diese Transistoren okay und andersrum
Nichts, okay. Die 3, 32, 55 sind okay. Jetzt mache ich dasselbe auf der Seite, um zu checken, ob die okay sind. Ich muss die aufgetrennte Leiterbahn am Schluss dann wieder zusammenlöten. Und dann messe ich jetzt dasselbe, also von den Basen auf Kollektor, messe ich 500 und 500 und noch was. Und wenn ich den mit einer Hand richtig drauf komme, ist ein bisschen doof hier. Also hier von Basis auf Kollektor 565 und von Basis auf Emitter von den beiden 568. Also die Transistoren sind auch okay. Die Leistungstransistoren sind okay. Dann die werden über den kleinen Trafo angesteuert. Die beiden Transistoren, die den Trafo ansteuern, sind auch okay. Tja, dann bleibt nur noch das da übrig, ob da irgendwas kaputt ist. Schade, die Leistungstransistoren sind okay. Ist kein einfacher Fehler. Aber jetzt, wo ich die Ansteuertransistoren, also die Endstufentransistoren mal getrennt habe, könnte ich mal Strom anstecken und schauen, ob der immer noch einen Kurzschluss macht. Nicht, dass das an den beiden liegt, dass die irgendwie auf Kurzschluss angesteuert werden, auf den Trafo. Mal gucken. Dann tun wir mal den Strom auf 2 Ampere begrenzen und schalten ein. 430 mA, 13,9 Volt. Und man hört, der kleine Trafo arbeitet. Dann braucht der, das kann sein, dass der dann funktioniert, wie der kleine Trafo arbeitet. Ich könnte jetzt mal die Ausgangsspannung messen von dem kleinen Trafo, der die großen Transistoren ansteuert. Aber der kleine Trafo, wenn der schon ein halbes Ampere braucht, dann genauso den großen ansteuert, nicht, dass dann 7 Ampere gar nicht ausreichen für den großen Trafo. Dann ist es zwar ein Wechselrichter, aber der hat dann ganz schön viele Verluste. Auf jeden Fall arbeitet der kleine Trafo. Die Ansteuerung an den Transistoren, die Transistoren sind heil. Die Ansteuerung scheint zu funktionieren. Ich gucke jetzt mal mit Oszilloskop. So, ich habe Oszilloskop dran mal. Ich schalte die ein. Ich messe jetzt an dem unterbrochenen Pin und ich habe 5 Volt, 2, 4, 5 Volt Rechteck. Klar, der nimmt 430 mA auf, aber die Transistoren werden mit 5 Volt Rechteck angesteuert. Das ist die eine Seite der Transistoren und das ist die andere Seite der Transistoren. Tja, dann funktioniert das wohl. Ja, man hört 50 Hertz brummen. Also die werden auch mit 50 Hertz geschalten. Das habe ich am Ostsee eben auch gesehen, eben auch kontrolliert. Der Trafo steuert die 3 rechts und die 3 links an. Momentan steuert er die nicht an, weil ich die Basen unterbrochen habe. Also ich habe hier und hier die Leiterbahn zur Basis unterbrochen. Aber wenn der kleine Trafo schon ein halbes Ampere braucht, wie viel braucht denn dann, wenn der große Trafo genauso verschalten wird mit Rechteck, wie viel braucht der denn dann erst? Also ich glaube, 7 Ampere reichen nicht mehr, da bricht die Spannung auf 6 Volt zusammen. Also irgendwie ist das dann ja ein Mistwechselrichter, wenn der so viel Leerlauf braucht. Oder mit dem Trafo stimmt was nicht. Nicht, dass der einen Kurzschluss hat. Wie schaut das dann aus? Ich kann mal mehr Licht machen. Nicht, dass der Trafo irgendwo einen Schluss hat oder so. Aber das ist so nicht zu erkennen. Oder der braucht echt über 7 Ampere im Leerlauf. Das wäre Hammer, wenn der über 7 Ampere in Leerlauf braucht. Ich meine hier, wenn ich mir anschaue, die Primärwicklung da, das sind die ganz dicken Drähte. Das ist schon mega, wie dick die Drähte da sind. Wie dick Kupfer da drin ist. Und es ist nicht gerade ein kleiner Trafo. Ich würde sagen, ich gebe auf, mit 7 Ampere kriege ich den nicht zum Laufen. Ich löte die beiden Lötbrücken wieder zusammen. Und 7 Ampere reicht einfach nicht, um den Wechselrichter in Gang zu setzen. Also ich glaube, dass der funktioniert.
Aber bei über 7 Ampere Stromaufnahme an 12 Volt, bei über 7 Ampere Stromaufnahme, dann ist das echt blöd. So, und damit habe ich die beiden wieder verlötet, den hier und den hier. Die beiden Leitungen, wo die T3 angesteuert werden und die 3 angesteuert werden, wieder geschlossen. Jetzt, wenn ich einschalte, 2 Ampere Labornetzteil, 6 Volt, 2 Ampere, bricht auf 6 Volt runter. Ich glaube, das Ding braucht echt schon eine LKW-Batterie, damit das überhaupt im Leerlauf läuft. Input 12 Volt DC, Bivar Officer Polarität, okay. Also es könnte sein, dass der funktioniert, aber ich kann ihn noch nicht mal testen, nicht mal auf Low. Ich kann auf High gehen. Low. Der braucht zu viel Leerlaufstromaufnahme, über 7 Ampere. Jo. Dann wieder zusammenschrauben. Okay.